Yo, Ladies and Gents, was geht? Ich bin's wieder, euer Raffi hier und heute mal ohne Simon, sondern mit. Moritz, yay, Genau. grüßt euch. Der Simon ist das Wochenende weg und die Episoden werden langsam knapp, deswegen dachte ich mir, ich hole mal wieder Moritz an Bord, den ihr vielleicht noch kennt von den ersten paar Episoden. Und wir machen hier zusammen Zeug. Fang mal an mit einem Nanosuit, oder? Für Moritz, genau, der muss ja erstmal ausgerüstet werden. Und ich stelle schon mal meine Render Distance ein bisschen nach unten, weil hier Lag und so. Okay. Also, Nanosuit für dich. Und ich mache mir auch noch gleich ein Chestplate. Wie geht denn der Scheiß gleich nochmal? Ich suche auch gerade. Nanosuit. Okay, da brauchen wir ja ganz viele Carbon Plates. Was haben wir noch Dust? Das ist hier die Frage. Ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht in einem Storage-System aus. Da haben wir. Okay. Das ist eh alles beschriftet. Oh. Ich mache schnell noch ein paar Carbon Plates. Du kannst derweil 5 Energy Crystals machen. Okay. Compressor 7 Overclockers. Bam. Warum geht das nicht? Ist normal, dass ihr da unten so wenig Licht habt? Keine Oder liegt es an mir? Ahnung. Dreh mal in deine Options. Die Brightness auf voll. Könnt ihr mal machen, ja. Hab ich auch immer. Ah, schon besser. Ah, so ging das. So war's genau. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Kohldust. Und da reichen 32. 32 von diesen Carbon Plates Dings da. Ich weiß nicht, wie viel brauchst du? Wo ist euer Redstone? Bei Redstone. Ach, hier. Okay, 12. Ja, du kannst mal bei Dusty Stuff schauen, da sind noch ein paar Carbon Plates drinnen. Okay. Die kannst du gleich mal rausnehmen. Alle am besten. Ja, 15 sind noch Ja, drin. genau. Dann haben wir 32 plus 15 ist 48, das dürfte reichen. Ich nehme jetzt einfach mal den Project Table. Der ist sowieso so genial, ja. Den kennst du ja schon, oder? Ja. Also wenn du was benutzt, dann wird automatisch alles unten im Inventar mit benutzt. Wusstest du das? Ja, wusste Okay. ich. Ich wollte dir nur sagen, nicht, dass da irgendwelche Okay. Missgeschicke passieren. Das ist nämlich Simon schon oft passiert. Okay. Also auch in deinem eigenen Inventory oder bloß das, Nein, nur was das, du. was unten ist. Ja, okay, dann passt. Wie lade ich die Energy Crystals auf? Musst du nicht aufladen. Du kannst gleich das Nanosuit am Ende aufladen. Ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. So, machst du mir auch ein. Also hast du 5 gemacht, oder? Ja, ich habe 5 gemacht. Okay. Dann tue ich dir mal die Carbon Plates unten rein. Und du craftest zwei Body Armors und dann noch ein komplettes Set für dich. Und ich condense dabei, was condense ich denn? Diamonds. Ach ja, und übrigens, wir waren ja letztes Mal im Nether. Also ich rede jetzt nicht gerade mit dir, Moritz, sondern mit den anderen. Wir waren ja letztes Mal im Nether und haben diese Blaze Rods da rausgeholt. Und das Coole an Blaze Rods ist, dass man, wenn man einen Blaze Rod macerated, 5 Dust kriegt, aber 2 Dust wieder zu einem Blaze Rod machen kann. Das heißt, wir haben heute schon endlich EMC. Kann ich euch ja mal demonstrieren. Also du brauchst bloß noch die Body Armor, Ich oder? brauche noch die Body Armor, ja. Warte, ich nehme jetzt hier mal einen halben Stack Blaze Rods raus. So. Den tue ich jetzt zum Maceraten. Was? Ich brauche Glas. Ein Glas, ja, für den Helm, aber nur. Das bringt Ja. übelst. So, und dann sollte hier oben das wieder rauskommen irgendwann.
paar Leute haben auch noch gesagt, dass ich die Quarry, die 64, kennst du die 64x64 Quarry schon? Nein. Da haben nämlich ein paar Leute gesagt, dass, also die haben ja gerade mit Steam Engines angetrieben, dass ich einfach einen Teleport-Pipe baue dafür. Okay. Haben wir noch Teleport-Pipes? Natürlich nicht. Das ist die nächste Aufgabe. So, du kriegst jetzt gleich mal dein Body Armor. Hast du schon gemacht? Ja. Cool. Ich zeig dir gleich, wo du es aufladen kannst. Okay. Jetzt haben wir hier unten so eine coole Charging Bench gemacht. Hier. Da kannst du es einfach reinlegen und dann wird es aufgeladen. Das ist das Teil. Ja. Ah ja, genau. Dauert halt ein bisschen. Nee, ja. Wir haben mehr Zeit. Genau. So sind jetzt schon alle Blaze Rods rausgepumpt. Nee. Alter, kennst du schon unsere Scrap-Maschine? Moment, ist es die da, oder? Ja, die Recycler. Weißt du, was Scrap macht? Ich glaube, man kann sich Boxen draus craften, oder? Genau, und UU Matter. Also du brauchst es. Du brauchst ein wie heißt der? Mass Fabricator, und da kannst du dann Scrap reintun, dann kriegst du UU Matter, und mit UU Matter kannst du dir dann dein Quantum Armor machen. Hört sich interessant an. Mhm. Quantum Armor ist die beste Rüstung im Spiel. Okay. Ne, freut euch bestimmt, warum ich jetzt mein Jetpack aufgebe und dafür das Nanosuit Body Armor nehme. Und zwar ist es so, dass das eigentlich nur effektiv ist, wenn man das komplette Set anhat. Da nimmt man. Außerdem gibt es einen Ring, mit dem man fliegen kann. Genau, aber der ist ein bisschen teuer. Ja. Wir könnten ja eigentlich auch diese unendliche EMC-Maschine bauen. Mit dem Blaze Rods, die automatisch funktioniert. Könnten wir wohin dann in die Maschinenhalle? Wahrscheinlich irgendwo unten rein. Ich kann euch, ich frage jetzt mal die Abonnenten, und zwar, was findet ihr, ist es okay, dass wir so das ausnutzen mit den Blaze Rods, oder sollte man das eher nicht machen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Weil ich meine, irgendwann ist man an dem Punkt angekommen, wo Quarries und Minen einfach nicht mehr genug sind für EMC. Ja, außer du findest extrem viel Tungsten, aber... Ja, das schließen wir mal aus. Genau. Das haben wir so viel Blaze Rods. Bam. Was wollte ich jetzt machen? Genau, unser Dings ist schon aufgeladen, die Rüstung. Hast du schon geschaut? Die Chestplate ist voll. Okay, du kannst, warte, weißt du, was du machen kannst? Du könntest die Schuhe, also die anderen Sachen, hier rein tun. Und das andere hier. Also in die anderen beiden Storage Units. Ah, okay. Das ist recht chillig. Ja. So. Hast du eigentlich noch irgendwelche Ziele, die wir machen könnten? Ziele, die Ölquelle anzapfen hab's ja eh schon als Ziel, oder? Öl Refinery, ja. Ja, genau. Oder was wollen wir denn machen? Machen wir die Halle, oder? Ja, mit was willst du denn die Halle generell füllen? Ja, mit Maschinen. Dass wir halt von jedem, also einen Compressor drin, einen Singularity Compressor, das ganze Zeug. Hier ist übrigens deine Rüstung. Ist die schon voll? Ja. Nee, hey, danke. Hast du den Helm auch in die MFSU rein, tut, da geht's schneller. Ja. Also wie leer die ist. Dann würde ich sagen, wir legen. Oder warte, ich mach schnell eine Teleport-Pipe. Währenddessen kannst du schon mal einen Tunnel von der MFE unter die Halle graben, wo dann das Fiberglass-Cable zur Badbox geht. Unter der Halle. You understand? Ja. Okay. Teleport-Pipe. Wo ist denn die Halle ungefähr? Keine Ahnung. In die Richtung. Was sind das? Süden, glaube ich. Aha. Ich merke mir einfach die Koordinaten. Tu das. Wo ist die Badbox dann seit zentral unter der Halle, oder? Ja, oder. Ja.
So, also hier ungefähr so. Warte, ich gebe dir sogar eine Dark Matter Pickaxe, schau. Oh, genial, danke. Bitte, kannst du schneller graben damit. Wo hat man die Modi umschalten können? V kannst du stärker machen und mit X oder so, oder Y kannst du die Modi schalten. Aber mach nicht zu viel kaputt, bitte. Mhm. Ja, auf C macht er irgendwas anderes an. Ja, genau, C. Also zwei Diamond Gears. Warte, was zuerst? Zuerst Iron, dann Gold, oder? Ja. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Was baust du denn jetzt? Die Teleport-Pipes. So. Gold und dann Diamond. Also warte, von der MFE oder was? Ja, also mach halt irgendwie, dass es um den Recycler rumgeht oder so. Also. Okay. Bist du unten? Ja. Ja, ich bin gerade unten. Dass du halt dann. Von der da weg. Ja, von dem, von der hier. Ja. Von der Leitung. Mhm. Muss ja aus dem Roten kommen. Ja. Ah, Teleport Pipe, 2 Diamonds. Nein, 8 Diamonds. Alter, die sind so teuer, die Teile. So. Stone. Iron. Gold. Diamond. Bam, Alter. Item Teleport Pipe. Power Teleport Pipe. So, das kann ich jetzt nämlich da unten anschließen, rein theoretisch. Und dann zur Quarry gehen. Moritz? 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 Ja. Du warst gerade weg? Ja, das Eltern. Achso, ich bin gerade voll gescared, Mann. So, 1. Okay. So. Das heißt, die Pipe soll senden und die drüben soll empfangen. Aber ich glaube, ich brauche noch eine Conductive Pipe. Wo ist denn die Riesen-Quarry eigentlich? Die Riesen-Quarry. Kannst du ja kurz mitkommen, wenn du willst. Naja, oder egal. Die ist im Dschungel ganz weit weg. Weil Simon wollte, dass es nicht die schöne Landschaft zerstört. Ja, das ist bei ihm immer Argument Nummer 1. Alter, ich bin auch voll der Naturschützer, ja. Glaubt man auf den ersten Blick zwar nicht, aber oh mein Gott, Creeper. Ja, okay, der Tunnel wäre jetzt eigentlich soweit fertig. Echt? Ja, im Prinzip. Wie schnell bist du bitte? Es ist nicht so weit. Oh. Hast du schon über die Quarry gebaut, oder? Ja, klar. Okay. Nicht außen rum. So, dann nehme ich die Engines hier mal wieder mit. Ich mache jetzt einfach mal das Riesenloch dazu, weil das ist irgendwie nervig. Was für ein Riesenloch? Ja, da unten. Kurz vor der Quarry ist so ein Riesenloch im Boden. So, jetzt frage ich mich gerade. Habt ihr noch eine Batbox? Batbox, nein. Oder irgendwas anderes. Was wolltest du da bauen? Ja, Batbox. Das ist ja Low Voltage dann. Ja, eben. Das heißt, mach ich noch eine. Ja. Okay. Ah, Skeleton. WTF, warum baut die Quarry hier nicht ab? Schaust du mal unten, ob Energie in die
Teleport Pipe reingeht. Wie weit ist denn die Quarry weg? Ja, ziemlich weit. Da steht aber ein World Anchor. Ach so, okay. Naja, scheiß drauf. Ich tippe mal zu dir. Also prinzipiell würde. Warte. Ja, in die Teleport Pipe geht Energie. Da drüben kommt auch Energie raus, aber irgendwie. Naja, scheiß drauf. Geht schon irgendwie. Okay. Ich muss dringend diesen scheiß Mass Fabricator bauen, damit wir den ganzen Scrap wegkriegen. Okay. Wo hast du es jetzt lang gebaut? Hier direkt über der Quarry da rein. Mhm, und wo kommen wir da raus? Unter dem Factory Teil. Aha, Genius. Ich komme nicht rauf. Machst du ein bisschen Fiberglass Cable, dann können wir das gleich anschließen. Okay. Dann mache ich jetzt einfach Bedbox und Fiberglass Cable. Ja, aber ein bisschen Fiberglass Cable haben wir noch, aber wir brauchen sowieso noch was, also mach einfach so viel Fiber wie du kannst. Okay. Haben wir noch irgendwo Batteries? Batteries? Nee, ich glaube nicht. Die Scrapkiste überfüllt sich gleich. Wie genau kann man Batteries craften? Ja, du musst auf die leere Batterie klicken. Also Battery unten eingeben. Und dann auf die zweite. Copper Cable, Tin und Redstone. Ah, hier, okay. Mach ich da einfach mal ein paar. Du brauchst drei, oder? Dafür. Ja. Dann mach drei. Ja, sag ich ja, ein paar. Ein paar sind zwei, Moritz. Bei mir nicht. Ich habe ein paar Schuhe, also drei. Ja, natürlich. Ich kaufe meine Schuhe immer in Dreierpacks. Sicher doch. Ja. Du weißt, was ich jetzt mal ausprobiere? Nein. Und zwar, ich mache jetzt mal die Pipe hier kaputt. Okay. So. Und mach oh dann mein so Gott. Und schau, ob da Zeugs rauskommt. Ja. Genius, also die Quarry arbeitet. Das finde ich sehr sozial. Auf jeden Fall. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ihr wollt. Batteries. Redstone. Was willst du jetzt bauen? Batbox, oder? Batbox, ja. Gibt's noch Copper-Cable? Haben ich mal eine Menge gemacht. Ja, hier sind auch vier Stacks drin. Also ich organisiere das mal. So. Kannst du ja. das organisieren? Ah. Genius. Genius. Wieso nehme ich Copper-Cable raus und leg Rubber in mein Inventory? Ich weiß nicht. So, gut, dann baue ich noch einen Singularity Compressor. Okay. Da brauchen wir Obsidian und Advanced Machine Block, oh mein Gott. Das ist gar ein Creeper. Hoffentlich nicht. Aha, blauen Creeper mit blauem Schwert besiegt. Was, blauen Creeper? Ja. Im Sphax haben die Creeper so Texturen. Ach so, ich hab. Okay. Zu verschiedene. Damit komme ich klar. Hast du die Batbox schon? Nein, ich bin jetzt gerade bei den Batteries. Okay. Jedenfalls machen wir hier mal eine kurze Pause, ne? Weil wir haben ja jetzt so vorgenommen, uns hier so in sich abgeschlossene Folgen zu machen, damit, wenn ich das Intro und das Outro habe, dann das da schön praktisch einfügen kann. Das heißt, wir machen hier eine Pause und nächste Folge sehen wir uns dann gleich wieder. Das heißt, ihr habt nirgends irgendwelche abgeschnittenen Sätze, über die ihr euch aufregen könnt oder sowas. Also tschüss. Tschüss.